In diesem Video geht es um den Unterschied zwischen einem Passivhaus und einem KfW-40-Haus. Welche Unterschiede gibt es? Wo sind die Gemeinsamkeiten oder wo sind sie vielleicht auch meilenweit auseinander? Das und mehr gibt's in diesem Video. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma ARK Energy. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, haben aber auch Standorte in Berlin, Hannover und in Dortmund und kümmern uns um Wärmeschutzplanung, Schallschutzplanung, Brandschutzplanung, den Bereichen auch um die Sachverständigentätigkeiten. Unter anderem bauen und planen wir auch Passivhäuser oder auch KfW 40 oder alte KfW 40 Plus oder jetzt neue KfW 40 NH Gebäude. Und was da so der Unterschied ist, wie gesagt, darum geht es jetzt in diesem Video. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Also, das Wichtigste ist erstmal, das Passivhaus hat eine Eigenschaft, dass wir einen Verbrauch, ich wechsle mal die Farbe, Verbrauch pro Quadratmeter wird hier angesetzt. Das heißt, ein Sterngebäude, also angenommen, unser Gebäude sähe jetzt so aus. Dann hätten wir ja für das Volumen des Gebäudes, wenn das das Volumen jetzt ist, sehr viel Außenfläche. Das bedeutet, wir haben generell ein sogenanntes schlechtes AV-Verhältnis, heißt also ein schlechtes Verhältnis von Außenfläche zu Innenvolumen. Beispielsweise eine Kugel wäre perfekt. Das perfekte Verhältnis von Außenfläche zu Innenvolumen. Wenn man sich ein Viereck vorstellt, ist das schon wesentlich schlechter, weil das Volumen kleiner ist, aber die Außenfläche fast identisch. Deswegen ist zum Beispiel auch, angenommen, wir haben ein Gebäude, jetzt im Schnitt gesehen oder als Ansicht, und die sieht so aus, oder das sieht, hat hier oben so ein kleines Türmchen oben drauf. Dann haben wir eigentlich nur das hier ein bisschen mehr an Grundfläche, haben aber das alles mehr als Verbrauchsfläche, also Fläche, wo Wärme entweichen kann. Und das ist natürlich ungünstig. So, beim KfW 40 Haus ist die Berechnungsgrundlage eine andere. Da wird sich immer bezogen auf ein sogenanntes Referenzgebäude, Vergleichsgebäude, darauf gehe ich gleich ein. Aber das heißt, ein Stern kann ein KfW 40 Haus werden, aber ein Stern kann quasi unmöglich ein Passivhaus werden. Weil die Dämmung, die ich hier bräuchte, um das zu reduzieren, dass mein Verbrauch so gering ist, dass es ein Passivhaus ist. Ich will gar nicht mit Zahlen um mich rumwerfen, ich will einfach nur vom Verständnis quasi in diesem Video wirken. Wenn ihr Fragen konkret dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare, da beantworte ich das gerne. Rein. Also, Stern quasi nie ein Passivhaus, Stern kann aber immer ein KfW 40 Haus sein. So, jetzt will ich kurz erklären, was ist dieses Referenzgebäude. So, das Referenzgebäude müsst ihr euch vorstellen. Wir bauen ein Haus. Ganz plakativ. Und die Norm sagt, okay, das gleiche Gebäude steht am gleichen Standort, beide stehen in Potsdam, wohlgemerkt. Egal, wo man das Haus in Deutschland baut, referenztechnisch, energetisch bewertungstechnisch, jedes Haus in Potsdam. Damit alle Häuser gegeneinander vergleichbar sind, weil sonst der Standort noch unterschiedliche Einwirkungen hätten auf das Gebäude und somit das Ergebnis verfälschen würde. So, das heißt, wir haben einmal nochmal das gleiche Gebäude, gleiches Aussehen. Das heißt, hätten wir hier einen Stern, gäbe es hier auch einen Stern. Haben wir hier ein Dreieckshaus, haben wir hier ein Dreieckshaus. Haben wir hier ein sehr gutes AV-Verhältnis, also Außenfläche zu Innenvolumen, haben wir das gleiche hier auch. Das heißt, das Gebäude ist bei beiden Versionen das gleiche. Das ist unser Haus. Unser. Und das ist das Referenzgebäude. So. Der Unterschied ist jetzt, dass unser Haus hat unsere Bauteilaufbauten. Das heißt, Bauteile und Heizung ist die, die wir haben möchten. Also, wie definieren, welche Fenster, welche Fassadendämmung oder welcher Wandaufbau überhaupt, welches Dach, welche Bodenplatte
Und welche Heizung, Lüftung, ja, nein, etc. Das Referenzgebäude hat eine standardisierte Anlagentechnik und einen standardisierten Bauteilaufbauten drin. Das heißt, wir haben hier gewisse U-Werte drin, also energetische Qualitäten von Wand, Bodenplatte, Dach. Und vergleichen jetzt dieses Referenzgebäude mit unserem Gebäude. So, das bedeutet, wir haben hier einen U-Wert vom Referenzgebäude, wir haben hier einen energetischen Wert vom Referenzgebäude, Bodenplatte und unsere Fenster, die da drin sind, auch. Also, als Beispiel jetzt mal zu nehmen, die Fenster haben 1,3 Watt pro Quadratmeter Kelvin, also ein U-Wert von 1,3. Das bedeutet, eine normale Zweifachverglasung ist standardmäßig in unserem Referenzgebäude drin. Unsere Fenster sind jetzt zum Beispiel eine sehr gute Dreifachverglasung mit einem U-Wert von 0,85 vielleicht oder 0,9, 0,95. Je nachdem, wie gut auch der Schallschutz auf ihr VSG-Gläser haben, also durchfallsichere Gläser haben oder nicht. So. Und jetzt kommen wir zum Clou. Da wir beide Objekte miteinander vergleichen und sich nur ändert, was die Bauteilaufbauten sind und was die Heizung ist, ist die Gebäudegröße, Form, Verhältnis, Fenster, Fassade vollkommen irrelevant, ob wir damit KfW 55, 70, 40 einhalten oder 40 NH. NH ist was ganz anderes mit zu tun, das in einem anderen Video. Aber das ist, will ich so zum Verstehen geben. So, das bedeutet, wir vergleichen unser Referenzgebäude. So. Und unser Referenzgebäude ist der Standard von 2014. Wir müssen seit 2016 minus 25% halten. Und ab 2023 haben wir nochmal 20% mehr, das heißt minus 45% vom Referenzgebäude, die wir einhalten müssen. Geht einmal um die Bauteile und einmal um die Gesamtbewertung inklusive der Anlagentechnik, also inklusive der Heizung, Lüftung etc. Wie gesagt, ich will darauf nicht im Detail in der Tiefe jetzt eingehen, weil es vielleicht verwirren würde, aber vom Prinzip, vom Verständnis her. So, das bedeutet, wir vergleichen uns immer mit dem anderen Gebäude, was genauso aussieht. Unser Passivhaus bewertet nur, also nur, den Verbrauch pro Quadratmeter. Plus, dass alle Bauteile mindestens einen U-Wert haben müssen von 0,15, beziehungsweise die Fenster schlechter. Also immer noch sehr gute Fenster, aber halt schlechter. Plus, die Leitungen müssen doppelt so dick gedämmt sein, wie die gesetzlichen Vorgaben sind. Also doppelte NF oder doppeltes GEG. Das bedeutet, wir haben hier ein 20 mm Rohr. Dann muss das normalerweise so dick gedämmt sein, dass wir das alles zwei sind. Also das ist zwei, das ist zwei, das ist zwei. Ein zwei. 2 cm Rohr, 2 cm Dämmung rechts, 2 cm Dämmung links. Damit es als Passivhaus gilt, muss das Ganze sein, dass das hier vier Zentimeter sind. Also ein 2 cm Rohr, 4 cm Dämmung rechts, 4 cm Dämmung links als Kreis jetzt. Das heißt, ein 2 cm Heizungsrohr ist automatisch 8, das heißt 10 cm stark. Weil wir unsere Dämmung, unsere Energieverluste auch über die Rohrsysteme reduzieren möchten. Sehr stark. So, das Passivhaus wird auch ganz anders berechnet. Das Passivhaus wird berechnet durch das PHPP, Passivhaus-Projektierungspaket heißt das. Im Endeffekt ist das eine andere Berechnungsgrundlage. Es werden ein paar andere Randparameter angesetzt, alle ein bisschen mehr realistischer und nicht so etwas übertrieben optimiert wie bei dem GEG oder NF-Modell damals. Also GEG ist das Gebäudeenergiengesetz, das ist die aktuelle Vorgehensweise. Früher war das die NF, Energieeinsparverordnung, die wurde jetzt abgelöst durch das GEG. So, das bedeutet, das hier bezieht sich nur auf einen energetischen Standard verglichen mit dem Referenzgebäude, Volumina des Gebäudes, wie was gedeckt gedämmt wird, ist vollkommen egal. Die Bodenplatte kann schlechter sein, die Leitungen können normal gedämmt sein.
Ja, ich brauche keine Lüftungsanlage. Das Passivhaus braucht eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. So, das heißt, wir haben ganz, ganz viele, also unterschiedliche Sachen, die dort anfallen. Das heißt, pauschal kann ich sagen, jedes Passivhaus ist fast immer, also ich sage fast immer, weil ich nicht ausschließen kann, dass es in einem Fall vielleicht nicht so ist, aber höchstwahrscheinlich ist es eigentlich immer so, dass jedes Passivhaus ein KfW-40-Haus ist. Aber jedes KfW-40-Haus ist safe nicht ein Passivhaus. Meistens sogar meilenweit davon entfernt. Das ist einfach nur ein gutes, energiesparendes Haus, aber es ist kein Passivhaus. Das hier ist der Energiestandard von 2030, den wir einhalten müssen. Und das hier ist Next Level. So. Das ist easy einzuhalten. Das kann man machen. Man muss halt frühzeitig das planen und berücksichtigen. So. Das heißt, es geht nicht, ich habe den Entwurf fertig und denke dann, okay, ich baue jetzt ein Passivhaus. Also sollten Sie direkt entweder zu einem Planungsbüro kommen wie uns, das sagt, okay, ich möchte ein Passivhaus planen, was muss ich dafür tun? Und dann werfen wir mit Ihnen zusammen den kompletten, auch den Entwurf. Dann würden wir uns den Architekt, mit dem wir zusammenarbeiten, einkaufen. Oder sagen, arbeiten Sie mit dem zusammen, mit dem können wir sehr gut, der kann das. Oder Sie kommen mit einem normalen Architekten zu uns und wir helfen Ihnen, dem Architekten, dass Sie ein KfW-40-Haus bekommen, beziehungsweise ein Passivhaus. Weil für beide Versionen muss ich mich frühzeitig damit beschäftigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und darum geht es. Wenn Sie da Hilfe brauchen oder Hilfe haben möchten, kontaktieren Sie uns gerne über die anfrage@argenergie.de oder gehen Sie auf unsere Webseite www.arcenergie.de. Oben rechts ist so ein Button Kontaktanfrage. Klicken Sie da drauf, geben Sie Ihre Daten ein. Sie können auch direkt Fotos, Bilder etc. hochladen. Und dann kontaktiert Sie entweder ich oder eine Kollege, Kollegin bei Ihnen. Und wir kommen ins Gespräch und schauen, wie wir Ihnen helfen können. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Wünsche, Anregungen haben zu anderen Videos, gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich freue mich auf das nächste gemeinsame Bauvorhaben mit Ihnen.